Hallo, meine Lieben. Ja, ich habe halt wieder mal Lust gehabt, mit Stanzen und Stempel vom Action zu arbeiten. Und zwar habe ich mal diesen neuen Giraffenstempel rausgeholt und schon mal auf einem Reststück abgestempelt. Und diese Stanze, die ausschaut wie so ein Filmstreifen. Ja, man dachte, das kann da ganz so coole Karte werden, wo man zum Beispiel mal verschenken kann, wenn jemand ein neues Moped kauft, einen neuen Moped-Führerschein hat oder, das ist ja dann jedem selbst überlassen. Ich habe das Ganze mit meinen Buntstiften koloriert und stark beschleunigt. Also ich habe, glaube ich, mal 3 oder so eingestellt. Und ich habe auch mit meinen Buntstiften wirklich, also die Giraffe, gerade so kleine Details, die mache ich jetzt nicht wirklich mit Schatten und so weiter. Das ist mir zu mühsam, ehrlich gesagt. Da gibt es Leute, die kolorieren das ja wirklich hammermäßig und sitzen da Stunden dran. Aber ich habe da nicht die Nerven. Also ich mache das wirklich immer nur so, dass es mir gefällt und dass es im Ergebnis dann einfach gut ausschaut. Ich habe auch mit einem goldenen Buntstift ein paar Akzente noch ein bisschen gesetzt, weil das ja auf dem Stempel selber auch so war. Das könnte man auch mit Folie oder diesen Gilding Flakes machen, das mal beim Action gegeben hat. Aber ich habe wirklich gedacht, ich lasse es ein bisschen simpler und mache das nur mit meinem Buntstift, mit meinem goldschimmernden und mache das wirklich nur so ein bisschen im Hintergrund, weil der Hintergrund selber wird bei mir etwas aufwendiger, deshalb darf dann das Motiv auch etwas schlichter sein in meinen Augen. Ich habe das Motorrad, diese Vespa oder was es auch immer sein soll, also für mich schaut es aus wie Vespa, in Rot koloriert, weil ich den Hintergrund in Blau machen wollte. Und mir wäre das einfach zu viel blau geworden, beziehungsweise zu wenig Farbe, weil auf dem Stempel selber hätte ich gesagt, das ist so blau-grau. Und am Anfang wollte ich das wirklich so wie den Stempel machen, habe mich dann aber gezielt dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, Rot knallt halt einfach ein bisschen mehr raus. Und ich habe dann ein bisschen die Schatten mit Grau gesetzt, weil ich habe zwar verschiedene Rottöne genommen, aber die unterscheiden sich so was von minimal, dass ich dann wirklich die Schatten mit Grau ein bisschen reingezeichnet habe und dann nochmal mit dem jeweiligen roten Stift drüber gegangen bin. Also auch das ist sehr simpel. Ich bin nur öfter mal, ich habe geschichtet, damit die weißen Stellen nicht so durchscheinen. Das gefällt mir nicht so. Dann habe ich meine süße Giraffe ausgeschnitten und mache mir einen Hintergrund. Das ist ja der Hintergrund, den wir letztes Mal gemeinsam gemacht haben. Achtung, ich habe irgendwie nicht daran gedacht, dass es nicht so intelligent ist, mit den Schwämmchen auf diese Sterne da zu wischen. Mir hat es die Schwämmchen ein bisschen kaputt gemacht durch das. Aber ich wollte einfach möglichst viel Farbe im Hintergrund haben, weil ich da nur eine Smooshing-Technik mache. Deshalb mache ich eigentlich den Hintergrund nicht so perfekt. Also nicht wundern, wenn das jetzt für einen ein bisschen doof ausschaut. Aber ich bin dann hergegangen und auf meine Matte jeweils das dunklere Blau und das hellblau draufgewischt und mit Wasser aktiviert, damit ich die Smooshing-Technik machen kann. Ich habe dann immer wieder zwischen den Schichten geföhnt und vergessen, die Kamera wieder einzuschalten nach dem Föhnen. Also sorry dafür. Ich habe das echt ganz oft reingematscht wieder und wieder raus, dann bis es mal gefallen hat. Und zum Schluss habe ich dann noch mit meinem Lindy Spray, das ist so ein Glitzerspray, so Schimmerpowdermäßig eingesprüht, damit es einfach wirklich schön funkelt im Hintergrund, weil man gedacht habe, so die Lichter schimmern, die Sterne schimmern und das hat irgendwie für mich gut gepasst. Dann habe ich den Aufleger auf einen blauen Hintergrund gemattet. Das war aus so einem Kilopapier vom Action Mall, schon etwas länger her. Aber das ist so ganz dünnes Papier, das nehme ich immer ganz gern zum Matten her, weil die dünnen Papiere bringen mir sonst nicht viel. Und da habe ich dann auch schon meine Karte zusammengesetzt. Und habe mit meinem Dymo Junior Gute Fahrt gestanzt, gepanscht, wie nennt man denn das, keine Ahnung, geschrieben.
Weil, ja eben, gute Fahrt, habe ich mir einfach gedacht, passt für vieles. Das kann man schenken, wenn eben jemand gerade einen Moped-Führerschein gemacht hat und ein Moped kriegt. Oder wenn er irgendwo hinfahrt mit dem Moped. Oder. Also da seien alle Möglichkeiten offen. Und dann habe ich mal meine Filmkulisse, also mein Filmband im Hintergrund geklebt. Ich habe das irgendwie ganz lustig gefunden, so wie wenn die Giraffe aus einem Foto rauskommen würde. Und die Giraffe selber habe ich 3D-mäßig draufgeklebt mit meinen kleinen 3D-Klebepads. Und dann eigentlich nur noch gute Fahrt draufgeklebt und fertig ist auch schon die Karte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!